Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern, zum Newsletter 203, in dem wir diesmal auch wieder unsere höhenverstellbaren Schreibtische, ein neues Modell für Hamburg, vorstellen möchten. Über den höhenverstellbaren Arbeits- und Esstisch unserer Mainzer Kunden, die als Moonsicher Mainzer Zippelkappe heißen, empfehlen wir Ihnen diesen Zeitungsartikel. Aktuell erholen Sie sich von der Mainzer Fasnacht, natürlich in Ihrer neuen Küche. Unser Küchenkunde Dieter richtet sich gerade ein Musikstudio mit unserem höhenverstellbaren Schreibtisch ein, der später auch noch mit einem Keyboard, also eine elektrische Klaviertastatur, in der Schublade nachgerüstet werden wird. Wir präsentieren eine Kompletteinrichtung, die im Jahr 1991 begann und bis ins Jetzt reicht. Anne und Natascha zeigen die Neuzeit der Möbel in der zweiten Wohnung, Katja das Mittelalter im Penthouse mit dem Glasregal vorm Fenster, das wir sogar verschenken würden, wenn jemand einen geeigneten Platz dafür findet. Während Nataschas kauffrauischen Praktikums hat sie ganz viel für unsere Website und Social Media Abteilung gearbeitet, fotografiert und gemodelt und auch einen lesenswerten Artikel im Nachhaltigkeitsblog hinterlassen. Dankeschön. Zum Tag der Rückengesundheit hat Ute Danzer in einer Pressemeldung viele Tipps für den perfekten Schlafplatz zusammengetragen und gleichzeitig hat Pro Natura, der Hersteller unserer ergonomischen Schlafsysteme, die neue Website vorgestellt. Schauen Sie mal drauf. Einen Kochworkshop zum gegenseitigen Kennenlernen organisierten wir im Auftrag des Landratsamtes für die neuen Landkreisbotschafter. Als Beispiel für regionales Engagement erwähnten Landrat und Bürgermeister Ilk die Möbelmacher, die einst für Nachhaltigkeitsstudentinnen diesen zusammenfassenden Artikel über Corporate Social Responsibility im Nachhaltigkeitsblog veröffentlichten. Ganz anders war dagegen der Workshop für den Rotary Club Auerbach, der an der Heißbrucker Clubgründung übrigens nicht ganz unbeteiligt war, denn hier entstand zusätzlich ein kleines Konzert mit der Rotarierin und grandiosen Sängerin Diana Layden aus Sulzbach-Rosenberg und unserem Präsidenten Eberhard Wenge an der Gitarre. Wir sind auch für Ihre neue Ideen zu alten Kochworkshops immer offen. Auf der High-End-Messe in München werden wir unser neues HiFi-Schallplattenmöbel zusammen mit dem AMG-Plattenspieler Giro präsentieren, der von uns eine Holzchassis bekommen hat. Aus Platzgründen suchen wir deshalb für unser Kirschbaum-Bar-Sideboard einen neuen Besitzer, der sich über einen Sonderpreis freuen kann. Ein Wodka-Martini. Geschüttelt oder gerührt? Sieht aus, als ob mich das interessiert. Dank unserer guten Erfahrungen empfehlen wir die Nachrüstung Ihres Spülschranks mit dem Kuka, der sofort kochendes oder gekühltes, sprudelndes Wasser erzeugen kann. Genießen Sie den Frühling, besuchen Sie uns in Unterkrumbach, bitte kurz vorher anmelden und bis bald.